Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Shamila und wie du schon im Titel gelesen hast, geht es heute um meine zweite Musikreaction. Ich bin live gerade dabei beim Release und zwar haben wir gerade 0 Uhr und alle sind schon total aufgeregt und kommentieren auch gerade. Denn es ist gerade der 7. Februar 0:00 2020 und das ist auch das Release-Datum von Ivana Santa Cruz erstem Musikvideo und generell ihrer Musik. Das Lied heißt Boom Boom und ich bin so gespannt, wie dieses Musikvideo aussehen wird, weil sie ja generell so eine krasse Tänzerin ist und halt auch Ahnung von Musik hat. Und ja, bevor ich jetzt hier lange darum herumrede, werden wir jetzt zusammen reinschauen. Also, ich bin live beim Countdown dabei. Ich habe auch hier meine AirPods schon drinne und da läuft gerade Musik extrem laut. Was denkt ihr? Wird das ein guter Song? Also ein Song, der euch gefällt oder was denkt ihr? Also ich bin mega gespannt auf diesen Song, weil ich mag Ivana total. Ich feiere es, wie sie tanzt und ihr Musikgeschmack, ich mag halt auch diesen Musikgeschmack und ja, so Latino-Vibes und so tänzerische Musik einfach. Und das Musikvideo sah schon sehr, sehr glamourös und total ansprechend aus. Und da zeigt sie auch, wie krass gut sie eigentlich auch tanzen kann. Und ja, 3, 2, 1, los geht's! Salgo de mi casa, me miro al espejo y mi flow se sobrepasa. Y van a pillar con las manos drum. Cuando yo me muevo te voy a provocar. Tú puedes mirar pero no puedes tocar. Dame la botella que yo quiero bailar. Y suena la sirena que esto quiere explotar. Con el boom, 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 tiri, tiri, boom, boom. Boom, 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 tiri, tiri, boom, boom. Boom, 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 tiri, tiri, boom, boom. Also Leute, ich muss sagen, ich bin mehr der Fan vom Refrain. Also der Refrain ist so total meins. Da hat man echt schon Lust, direkt mitzutanzen. Leider verstehe ich kein Spanisch. Also ich habe keine Ahnung, um was es in diesem Lied geht. Ich finde, es wirkt wie so ein Tanzbattle und finde es cool, dass die sich da auch noch so einen männlichen Tänzer geholt hat und so ein bisschen so eine männliche Stimme, sag ich mal. Generell ist ja auch ihre Stimme sehr, sehr stark bearbeitet. Das haben schon sehr, sehr viele in ihrem Trailer schon kritisiert. Aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich hätte aber echt nicht gedacht, dass sie so, ja, ich weiß nicht, ob das schon Rappen ist, aber halt so krass auf diese Sprachebene sich fokussiert. Ich dachte, da würde mehr Gesangliches drin stecken. Aber hören wir mal weiter. Súbele al bajo y apaga la luz. Que llego Ivana punto Santa Cruz. Yo me creo yo y quién te crees tú, tú. ¿Quién te crees tú, 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 tú? Pero soy listo para todo este. Ich liebe diese Stelle, wo sie ihr silbernes Kleid trägt und ihre Haare so schön glamourös gemacht sind. Ich liebe diese Szenen einfach richtig. Und ich feiere das auch, dass sie, obwohl sie so, ja, weiblich, schön und sexy auftritt, dass sie gleichzeitig auch in Jogginghose in ihrem Video da tanzt. Also ich finde einfach, sie zeigt so, wie facettenreich sie ist. Ich verstehe halt original gar kein Wort, ne? Also generell bei spanischen Liedern, ich fokussiere mich da eher auf den Rhythmus und auf die Melodie, auf den Beat und ja, auf das Musikvideo. Und ich muss sagen, das Musikvideo finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Ich hätte das gar nicht so gedacht, dass sie in diese Richtung geht. Ich dachte erstmal, dass sie so vielleicht etwas alleine macht, sag ich mal. Also so sich alleine im Video dort hinstellt und ja, so ihre tänzerischen Moves so zeigt, so eine Art Geschichte aufbaut, wie sie als Person ist, sag ich mal. Also dass sie so zeigt, ja, ich kann auch voll glamourös sein, aber gleichzeitig auch
bin ich diese Jogginghosen-Tänzerin, die so alles voll locker nimmt und Hauptsache Spaß am Tanzen hat. Und hier habe ich das Gefühl, sie lässt so diese Powerfrau-Seite an sie raus, zeigt sich so von einer starken Seite, von einer Seite so, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist so ein starker Song, finde ich, von ihr, so zu zeigen, ja, wow, Frauen. Machen wir weiter. Italien, Mickey, 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 Mickey. Also in den Kommentaren sind die Meinungen sehr, sehr, sehr gespalten. Da schreiben einige, dass sie doch beim Tanzen bleiben soll. Andere schreiben, ja, die finden das cool. Andere vergleichen sie mit Jennifer Lopez und Shakira und würden dann sagen, keine Ahnung, dass die halt besser sind. Und ja, es ist echt total krass, wie gespalten die Meinungen sind. Ich muss sagen, mir gefällt halt ihr Tanzen richtig, richtig gut. Der Refrain gefällt mir auch richtig, richtig gut. Das Lied an sich, ich weiß nicht, ob ich mir das öfters jetzt so in Dauerschleife anhören könnte. Klar, schon ein paar Mal, aber es hat keinen Ohrwurm-Effekt für mich. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so... Es ist cool und der Refrain ist so total mein Ding. Den Trailer allein habe ich mir schon 100 Mal angeguckt, Leute, ohne Spaß. Aber das Lied an sich, ich stehe halt nicht auf diese Art von Latino-Musik. Wenn es jetzt deutsch wäre oder sogar englisch und es so sehr, sehr stark auf den Text basiert ist und man, sag ich mal, mit dem Text herausstechen möchte und der Text einen gewissen Inhalt hat, weil ich habe ja keine Ahnung, um was es hier geht, es ist schwer für mich, mich hier auf den Rhythmus oder so zu konzentrieren, weil ich mir denke, um was geht's in diesem Text, was geht da gerade ab? Aber so gesehen feiere ich halt mehr Lieder, die so mehr Wert auf die Melodie liegen, weniger auf den Text. Boah, das ist wieder der Refrain. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, im Hintergrund sehe ich sogar ihren Tanzpartner, mit dem sie halt öfters schon Videos gedreht hat. Finde ich voll cool, dass sie halt auch sozusagen ihre Freunde mit ins Musikvideo reingeholt hat. Man sieht halt, wie facettenreich Ivana von ihren Tanzkünsten ist. Und dieser Song ist für mich so wirklich so richtige Frauenpower einfach, so ein starker Song, eine starke Persönlichkeit und ich muss ganz ehrlich sagen, das Musikvideo, da sehe ich halt schon, die hat da extrem viel Arbeit reingesteckt. Ich meine, jeder Move sitzt richtig gut. Also zu dem Song würde ich sagen, wenn es einem nichts ausmacht, dass das sehr, sehr stimmlich bearbeitet wurde und man sozusagen auf diese Art Musikrichtung generell steht, so wie ich halt, dass man diesen Song schon feiern könnte, vor allem wenn man halt auch den Text versteht. Ich feiere den Refrain zu 1000% einfach. Also ich glaube, wenn ich mir diesen Song hole, dann spiele ich immer bis zum Refrain und dann gehe ich da ab, anstatt mich da immer diesen Text mir zu geben. Außer wenn ich mir das mal halt übersetze und mir es halt auch vom Inhalt richtig gut gefallen würde. Die ganzen Musik-Reactions-Experten könnten mir jetzt eher helfen und sagen, ob das jetzt ein bisschen Rap war oder nicht. Aber dieses schnelle Reden, das ist nicht so meins bei Latino-Musik, weil ich es einfach nicht verstehe und ich darauf weniger tanzen kann. Habt ihr wahrscheinlich jetzt auch gemerkt, obwohl ich halt generell nicht so ein guter Tänzer bin und vor allem vor der Kamera ist es nochmal richtig komisch. Also Leute, wenn ihr jetzt das hier seht, das ist jetzt ein separater Abschnitt. Ich habe das jetzt 5 Minuten nach der Reaction abgedreht. Ich saß jetzt gerade am Laptop, habe mir dieses Video nochmal mit einem Übersetzer auf Deutsch angeguckt. Das könnt ihr dann in den Einstellungen bei Untertiteln nochmal auf Deutsch einstellen. Das ist so spontan ja, übersetzt wird, weil ich glaube, die eigentliche Übersetzung ist nur auf Spanisch und das hätte mir jetzt nicht viel weiter geholfen. Und ja, ich wollte noch einige Sachen zum Musikvideo sagen. Also, ich habe mir auch zwischenzeitlich jetzt auch mal ein paar Kommentare zu diesem Lied angeguckt und wollte so sagen, mit was ich, sag ich mal, übereinstimme, was ich überhaupt nicht schlimm oder gut oder genauso finde. Wenn ich mir dieses Musikvideo jetzt nochmal anschaue, muss ich sagen, das Musikvideo ist vom Schnitt her sehr, sehr gut gelungen. Es sind sehr, sehr spannende Szenen dabei, sehr, sehr abwechslungsreiche Szenen und es ist halt sehr, sehr gut
zusammen erstellt. Ich finde die Outfits auch richtig, richtig klasse. Also manchmal, das ist zu freizügig, aber ich finde halt, ich weiß nicht, ich finde, das passt so zum Lied auch und es ist okay in diesem Musikvideo. Weil sie sich in diesem Musikvideo so zeigt, muss man es ja nicht direkt so verurteilen oder so ihr Privatleben mit reinziehen. Das fand ich überhaupt nicht korrekt von diesen ganzen Leuten, die da drunter kommentiert haben zu ihrem zurzeitigen Standpunkt ihrer Beziehung. Und ich will da auch nicht näher drauf eingehen. Und am Anfang des Musikvideos ist mir gerade aufgefallen, ist auch Sabrine zu sehen. Sie hat ja auch bei dem letzten Musikvideo-Reaction bei mir, dem Song Ich will nur, dass du weißt, mit Momo zusammengearbeitet, finde ich wieder krass. Und also sehr viele meinen halt wirklich, dass sie durch ihr tanzendes Musikvideo, sag ich mal, retten konnte. Im Nachhinein finde ich, würde ich dem sogar zustimmen, aber keine Ahnung. Also ich würde schon gerne Ivana diese Chance geben und mir wünschen, dass sie, sag ich mal, 2-3 andere Songs nochmal zum Vergleich rausbringt, weil ich fand ihren Refrain wirklich ganz, ganz gut. Und ich finde, wenn sie so gesanglich mehr arbeiten würde und nicht so Texte rausbringen würde, so eine Art einfach runterrattern mäßig, sondern einfach gesanglich ein bisschen da spielen würde und genauso gut noch weiter tanzt, denke ich, dass das doch ganz, ganz gut ankommen würde. Und was ich noch sagen wollte war, ich finde die Message vom Video jetzt nicht so ganz deutlich, ist mir gerade aufgefallen. Also ich habe mir gesagt schon vorhin, das ist so ein Tanzbattle und irgendwie will sie ja am Anfang nicht, dass er sie sozusagen klar macht in diesem Musikvideo und zeigt dann sozusagen, was sie so drauf hat. Aber am Ende tanzen die ja doch zusammen. Ich dachte irgendwie am Anfang, dass es nicht mehr dazu kommen würde und diese dominante Szene, also ganz kurz, die fand ich total merkwürdig. Also das hätte man vielleicht komplett rauslassen können, aber ansonsten hätte man vielleicht so eine, ja, dann passt das halt nicht mit dem Text überein, aber ich hätte mir, glaube ich, eher gewünscht für ein nächstes Video vielleicht, dass sie zusammen mit jemandem tanzt und das so in Richtung Romantik, Liebe läuft, anstatt halt dieses, ja, ich weiß nicht, also es ist jetzt nicht böse gemeint, sondern einfach nur, anstatt in diese selbstbewusste Powerfrau zu gehen, was halt vielleicht sehr, sehr leicht und schnell als arrogant und freizügig und was weiß ich was abgehoben, abgestempelt werden könnte. Was ich halt, wenn man nicht sie als Person kennt, das halt überhaupt nicht, glaube ich, feiern würde. Aber da ja sehr, sehr viele sie durch ihr Instagram und etc. kennen und durch ihr Tanzen hierher gekommen sind, finde ich, kann man ihr das gar nicht so übel nehmen und man muss auch sagen, es ist ihr erstes Musikvideo. Also ich finde, die ganze harte Kritik, die sie da abbekommt, auch manchmal echt zu viel. Aber ich meine halt, ganz ehrlich, wenn es ihr Traum ist und sie in diese Richtung gehen möchte, dann soll sie das ruhig machen. Ich meine, nicht jeder hat denselben Musikgeschmack und ich meine, ich finde ja Teile vom Lied gut. Ich muss ja nicht, nur weil ich sie als Person feiere, ihr Tanzen feiere, plötzlich alles an ihr dann auch automatisch feiern, so wie jetzt dieses Musikvideo komplett. Wie gesagt, der Refrain ist so voll mein Ding. Mir würde es halt mehr gefallen, wenn sie nächstes Mal so Songs rausbringt, wo man mehr darauf tanzen könnte. Aber ja, das war's auch dann mit meiner Musikreaction. Das heißt, das war's mit dem Video. Vielen Dank, dass du mir bis jetzt hier zugeschaut hast. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Falls du mich noch nicht abonniert hast, kannst du mich gerne hier unten abonnieren. Die Glocke einschalten nicht vergessen, denn jeden Sonntag kommt ein Video von mir online. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, weil oder eine schöne Nacht oder einen schönen Morgen. Ich weiß nicht, wann du dieses Video siehst. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.